Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare mit dem Type 85-2M, ein Tier 6 Kampfpanzer vom Zhang. Zhang, so heißt er, glaube ich, richtig. Und dementsprechend wollen wir uns den hier etwas genauer anschauen und sehen daher die Details. In den frühen 1990er Jahren wurde der chinesische Kampfpanzer Type 85-2M vorgestellt, der sich in puncto Design an sowjetischen Fahrzeugen orientierte. Der Type ist ein Prototyp gewesen, der das Fahrgestell Type 80 und den Turm des Type 85 verwendete. Ja, natürlich Schaden 424, Durchschlag 371, Schaden pro Minute ja, mit 2798 nicht der größte, Trefferpunkte 1820, Panzerung an der Wanne ist ordentlich, Panzerung am Turm mit 320 auch nicht verkehrt. Höchstgeschwindigkeit 57,6 km/h und der Richtbereich mit 7 Grad könnte etwas besser sein, aber das ist natürlich jetzt hier zu viel gesagt aus der Garage raus. Deswegen lasst ihn uns spielen und schauen, wie er sich so verhält. Und da sind wir jetzt also auch schon auf der Karte Kalter Stahl und wir sehen, wir sind hier Top-Tier 6er, 5er Gefecht. Also das ist doch ganz ordentlich. Kalter Stahl ist auch so eine Map, die ja von Anfang an schon mit dabei ist und dementsprechend altbekannt sozusagen. Ich werde hier drüben, wie immer, da fühle ich mich wohl hier oben in dem Bereich. Da werde ich reinfahren und hoffen, dass ich den einen oder anderen vielleicht dementsprechend beschießen kann. Aber jetzt erstmal mit dem Type hier auf Geschwindigkeit kommen. Ich fahre über die Brücke, ist doch schöner. Erstmal die Bäume weg. Bäume stellen. Prinzipiell immer. So, Brücke. Schauen wir, ob wir den Chieftain hinterherkommen. Aber wir sehen von der Geschwindigkeit her, da ist es jetzt nicht der schnellste. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Ah, Leopard, Chieftain, traumhaft schön. Da kann jetzt optisch der Type nicht so mithalten, ohne jetzt den Type dissen zu wollen. Aber wir sehen, wenn er auf Geschwindigkeit ist, dann hält er auch mit. Und da vorne schon der Leo 2AV. Nur wo kommt er rum? Das ist mir jetzt eigentlich auch zu schnell, was der da fährt. Ich hoffe mal, dass meine Leute da vorne jetzt so ein bisschen weiter drücken. Der T-72, der Chieftain. Feindliches Ziel identifizieren. Das war klar, dass ich den treffe. Jetzt hoffe ich, dass das Team da auf ihn drauf drückt und dementsprechend, ja, genau, ihm Schaden macht. Da ein schöner Hit. So, Jungs. Macht's ihm fertig. Genau so. 6 gegen 1. Genau das Richtige für einen Deutschen. So, der hat leider nicht so getroffen, wie ich das gern gehabt hätte. Ah, schade. Habe ich keinen Schaden angebracht. Ja, da hat er alles wackeln, hat am Ende doch nichts gebracht. Da wurde er zerstört. Ist natürlich auch sehr offensiv gefahren, muss man schon mal sagen. Ob das so das cleverste ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber er hat auf jeden Fall für Überraschung gesorgt. So, jetzt können wir hier weiter runterdrücken. Also, wir scheinen hier die Oberhand zu haben.
Nur die 0er-1er Linie, die muss auf jeden Fall da die Position halten. So, Chief 10. Aha, wer hat den dickeren Motor? Du oder ich? So, und jetzt versuchen wir mal so ein bisschen in den Rücken zu fallen. Feindlicher Transporter markiert. Aber auch nicht zu offensiv, nicht, dass mir das gleiche Schicksal ereilt wie dem Leo. Stehst du denn? Arti? So. Wir haben uns ordentlich erwischt. Die haut ab. So, und jetzt erstmal hier durch das Flussbett fahren. Da ist auch die AT wieder. So, Leo ist weg. Hit Nummer 1. Nachladen, nachladen, nachladen. Und hat er echt noch ein Damage rausgedrückt. So. Schade, dass ich den nicht ins Heck schießen kann. Und ich habe auch nur noch 700 Hitpoints, also der ERC. Ja, scheint so, als ob ich da weiter drücken kann. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Zangebewegung am Ende des Tages. So, der dürfte jetzt gleich die Fliege machen. Jo, spätestens wenn er auf mich trifft. So, und es werden immer weniger Leute und wir haben das klassische Armored Warfare Ergebnis mit 10 zu 0, 12 zu 0. Also, wie gesagt, die Balance nach wie vor. Das gefällt mir einfach nicht. Weil so oft hat man das Ergebnis, das ist einfach zu kurios. Könnt ihr mir ja mal eure Meinung posten. Ja, auch wenn es jetzt vom Schaden mit 1291 nicht die beste Runde war. Aber man hat doch ein bisschen was von dem Panzer gesehen. Wir haben auch was einstecken müssen. Also unterm Strich haben wir gesehen, okay, was kann der Type 85? Ich würde ihn als Allrounder bezeichnen. Also jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, man hat jetzt hier die Panzersau oder jetzt hier die Damage-Sau, sondern es ist so ein bisschen was für alle dabei. Und dementsprechend 1291 Schaden selbst gemacht, 755 erspäht die Leistung, dementsprechend im Mittelfeld gelandet und 97.000 gab's raus. Ja, ich muss sagen, der Tech-Tree überzeugt mich selber noch nicht so stark. Ihr könnt mir auch dazu eure Meinung posten. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.